Es ist Montag, der 5. November und ich freue mich, dass Sie wieder pünktlich mit an Bord sind zu Megional mit den Nachrichten für unsere und aus unserer Region hier im Mittelerzgebirgsfernsehen. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Wochenende und damit starten wir nun in die heutige Sendung. Auch wir vom Regionalfernsehen Mittelerzgebirge MEF GmbH hatten allen Grund zum Feiern. Denn am vergangenen Freitag fand im Funkhaus in der Dörfelstraße der Mundartslam im Rahmen des Kultur- und Medienfestivals der Grenzgänger 2018 statt. Zeitgleich feierten wir mit unseren zahlreich erschienenen Gästen eine für einen Lokal-TV-Sender besondere Zeitspanne. Ja, meine Lieben, es geht los. Der Grenzgänger 2018 hier im Medienzentrum Dörfelstraße. Und alle werden sich fragen, tja, warum macht ihr das denn hier? Ja, das Ganze hat nämlich einen Grund. Die MEF GmbH feiert nämlich in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. Ja, und deshalb haben wir Sie mal eingeladen hier bei uns im Funkhaus. Und Sie können sich mal angucken, was wir eigentlich täglich so machen. Tja, und da gehen wir am besten jetzt mal rein. Denn umgangssprachlich wird ja immer gesagt, wir machen Regionalfernsehen. Aber das ist so nicht ganz richtig. Wir sind nämlich ein Lokalsender und das sehen Sie heute Abend ganz deutlich. Es gibt nämlich was zu trinken. Ja, Lokalfernsehen ist also ein kleiner Rausch immer vorprogrammiert. Ja, und wenn Sie dann hier durchgehen, sehen Sie die ganzen Preise, die wir mittlerweile von der Sächsischen Landesmedienanstalt bekommen haben. Unter anderem haben wir auch noch die weiße Plakette der Stadt Marienberg. Sind wir mächtig stolz drauf. Und das sind alles Bestandteile der 20 Jahre, die wir mittlerweile als GmbH hier am Markt sind und Fernsehen machen. Erzähl einfach mal 20 Jahre MEF GmbH. Was wurde bisher erreicht? Was feiern wir heute eigentlich so richtig? Welche Ausblicke gibt's? Erzähl mal ein bisschen was. Ja, okay. 20 Jahre MEF GmbH ist ja im Prinzip eigentlich dieser Mantel, der 1998 gegründet werden musste, mehr oder weniger. Details könnte Günter Rötzer, der eigentliche Urvater des Lokalfernsehens, da herausbringen. Uns gibt es nämlich schon länger als 20 Jahre. Die Ursprünge gehen bis 1984 eigentlich zurück, als damals an den Rat des Kreises durch Günter Rötzer ein Antrag zur Produktion eines lokalen Fernsehprogramms gestellt wurde. Zu DDR-Zeiten werden sich viele fragen, warum das? Weil das einfach eine logische Konsequenz war. Wir haben hier eine Antennengemeinschaft, die kann selber Fernsehen in die Haushalte bringen. Warum soll die nicht selber Fernsehen machen? Der Bürger, ja, der kann sich jeder vorstellen, wie das zu DDR-Zeiten angekommen ist. Gar nicht. Also es wurde weder der Antrag bewilligt, noch wurde er zurückgegeben, noch sonst was. Also die wussten schlicht und einfach mit diesem Antrag nicht anzufangen. Bis dann, wenn Günter Rötzer kennt, dann sagt, na gut, wenn sie es nicht ablehnen, haben sie es vielleicht dazu gesagt, sodass 86 mit dem Beginn des Satellitenfernsehens, also es gab dann ab 87 eine Regelung, dass kein Satellitenfernsehenempfang gesetzt oder beantragt werden musste und genehmigt werden musste, dem ist man zuvor gekommen und da hat man dann einfach quasi mal diese Satellitenschüsseln auf den Galgenberg errichtet. Und weil da noch nicht Schluss ging, hat man da in der Zwischenzeit über eine sogenannte Kabelzeitung, über eine umgebaute Spielkonsole, die es auch bei uns im Keller noch gibt, leider nicht mehr funktioniert, eine Kabelzeitung verbreitet und da ging es 86 mit dem Marienberger Fernsehen damals los. Und damit, ich will dich kurz unterbrechen, ja. Und damit sind wir der älteste noch arbeitende Privatsender in Deutschland. Lokale Privatsender. Na ja, gut, RTL, die machen genau nichts anderes. Ja, genau. RTL, die gibt's auch. nee, Quatsch. Also wir als Mittelerzgebirgsfernsehen, also damals noch Marienberger Fernsehen, haben dann quasi uns immer weiter auf den Landkreis, damals Mittleres Erzgebirge, ausgebreitet. Es ging mit Schoba weiter, mit Lengefeld weiter, mit Grünhainichen, Börnichen, die ganze Ecke. Und irgendwann war es dann quasi so weit, dass wie gesagt, würde der Günter Rötzer anders noch erzählen können, wir zwischen verschiedene politische Befangenheiten gekommen sind und eigentlich 98 alles Schluss war. Also 1998 sind wir im Mai, müsste ich meinen Vater fragen, da weiß es noch genauer, offiziell von Sendungen
gegangen wurden mit Verbot, mit Erlassen und so weiter. 1998 war eigentlich Schluss. Also damit war die Geschichte Marienberger Fernsehen eigentlich vorbei gewesen und damit war es eigentlich gut. So. Wer aber wiederum die Macher kennt, die damals gemacht haben, Günter Rötzer, Bert Fröbe, Günter Langer, wird gemerkt haben, die geben nicht einfach so auf. Die haben dann mit vielen Kämpfen, mit Unterschriftaktionen auf dem Markt, mit diversen wirklich politischen Aktionen, Gesprächsrunden, vieles versucht und dann doch irgendwie in die Reihe gekriegt, dass es hier im Landkreis zwei Lizenzen geben kann. Und damit ging es im September, war es dann tatsächlich wieder weiter. Und mit Gründung einer GmbH wurde das Ganze dann offiziell und tatsächlich auch ja, möglich, dass das offiziell laufen kann. Und somit ging es dann ja, 1998 richtig los mit der MEF GmbH. Deshalb dieses 20-jährige Jubiläum dieser Firma. Aus Wolda auf die Biene. Mein Karma nicht nur spielt er. Ein Wirtshaus Mandeline. Schmeiß ne mal über Groschen hin. Und klatsche wenig Applaus. Tanzt da und zieht für dich sein rotes Gaggel aus. Heimspiel. Auch die Volleyballerinnen des VC Zschopau hätten am vergangenen Wochenende gern einen Grund zum Feiern gehabt. Leider ist dieser Plan nicht ganz aufgegangen. Mehr dazu von Tobias Körner. Am Samstag, den 3. November, kam es also zum Gipfeltreffen der Damenvolleyball-Regionalliga Ost. Die Mannschaft des VC Zschopau empfing die Gäste der 1. SG Erfurt Elektronik. Die Thüringerinnen sind in der bisherigen Saison ungeschlagen und reisten mit einer sauberen Bilanz und dem ersten Tabellenplatz an. Die Zschopauer Mädels rangieren nach den bisherigen Spielen auf Platz 2 in der Tabelle. Zu Beginn des ersten Satzes wurde ziemlich schnell klar, dass das hier eine harte Nuss für Zschopau werden würde. Trotz der starken Anfangsleistungen der MZ-Städterinnen ging das Team aus Erfurt schnell mit 9:4 in Führung. Danach nahm Zschopaus Trainer Stefan Thormeyer die erste Auszeit. Auch wenn die Eigenfehlerquote Zschopaus in diesem ersten Satz sehr niedrig war, spielten die Gäste ihre ganze Klasse aus. Alles in allem ein toller und spannender erster Satz für die reichlich 100 Zuschauer in der VC Arena. Der Satz endete mit 25:20 für Erfurt. Im zweiten Satz stand Zschopau auf der Lieblingsseite. Die Pausenansprache von Trainer Thormeyer schien in den ersten Minuten des zweiten Satzes Wirkung zu zeigen, oder es war noch eine gewisse Pausenschläfrigkeit auf der Seite der Erfurterinnen. Zschopau stand richtig gut da. Dann wendete sich das Blatt. Die Thüringerinnen machten den Rückstand wett und gingen mit 15:10 in Führung. Es folgte eine Auszeit Zschopaus. Die Erfurterinnen blieben aber weiter am Drücker. Die hochklassige Block- und Defensivarbeit ließ die Angriffsbemühungen der Zschopauer Damen verpuffen. Auch die vorgetragenen Angriffe der Gäste sorgten im Endeffekt dafür, dass auch der zweite Satz recht deutlich mit 25:13 an die SG ging. Auch wenn der Spruch abgedroschen ist, so zeigten die Spielerinnen der Gäste von Anfang an im dritten Satz, wo der Frosch die Locken hat.
Spielerisch wurden die ihrer Rolle gerecht und agierten routiniert von der Annahme über den Spielaufbau bis hin zu den druckvollen Angriffen. Auch wenn die VC-Mädels spielerisch gesehen ihr Herz in die Hand genommen haben, wanderte nicht die gewünschte Punktzahl auf deren Konto. Die Zuschauer bekamen eines der kämpferisch stärksten Spiele der Heimmannschaft mit langen Ballwechseln zu sehen. Der Zwischenstand von 13 zu 10 machte dieses deutlich. Dann hatte das Schiedsgericht schwache Momente. Nach einem angeblichen Stellungsfehler der Chopauer wurde der Spielzug abgepfiffen. Nach der Klärung der Fehlentscheidung wurde auf Wiederholung entschieden. In der Endphase des dritten Satzes setzten sich die Gäste noch etwas ab und der Satz ging mit 25 zu 18 nach Erfurt. Somit konnten sie weitere 3 Punkte verbuchen und stehen damit noch souveräner an der Tabellenspitze. Funkenflug verursacht Brand an Wohnhaus Grünhainichen, Ortsteil Burstendorf. Feuerwehr und Polizei wurden am Samstagmorgen gegen 4.45 Uhr in die Eppendorfer Straße zu einem vermeintlichen Wohnhausbrand gerufen. Vor Ort stellte sich die Situation so dar, dass ein am Einfamilienhaus angrenzender Holzstapel brannte und durch die Flammen- und Rußeinwirkung das Gebäude beschädigt wurde. Ursächlich für den Brand war eine nicht ordnungsgemäß abgelöschte Feuerschale. Aus dieser heraus kam es zum Funkenflug und in der weiteren Folge zur Entzündung des aufgeschichteten Holzes. Der durch den Brand entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. 2 Anwohner erlitten durch das Brandgeschehen leichte Verletzungen. Es erfolgte eine ambulante Behandlung durch die Rettungskräfte vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Beim Überholen abgedrängt, Zeugen gesucht. Chopau, ein bisher unbekannter Pkw und der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades befuhren heute früh hintereinander die alte Marienberger Straße aus Richtung Krankenhaus Chopau stadteinwärts. Als der 17-Jährige den vorausfahrenden Pkw überholte, bog dieser nach links in eine Firmeneinfahrt ab. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 17-Jährige nach links aus, wobei er auf eine Grünfläche geriet. Der 17-Jährige stürzte, rutschte nach rechts über die Fahrbahn und kam am rechten Fahrbahnrand zum Liegen. Er erlitt schwere Verletzungen. An dem Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Einen Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen gab es nicht. Wer kann also Angaben zum Unfallhergang bzw. zum unbekannten Pkw und dessen Fahrzeugführer machen? Unter der Telefonnummer 03735 6060 werden Hinweise im Polizeirevier Marienberg entgegengenommen. Überschlag nach Kollision. Pockau. Ein Pkw kollidierte beim Auffahren auf die Marienberger Straße mit einem vorbeifahrenden Suzuki, der sich durch den Anstoß überschlug. Beiden Insassen des Suzuki erlitten leichte Verletzungen. Nähere Angaben zu Alter und Geschlecht der Unfallbeteiligten bzw. der Höhe des entstandenen Sachschadens liegen der Pressestelle derzeit nicht vor. Nach einem nebligen Start in die Woche war es doch dann wieder ein freundlicher, sonniger und teils windiger Wochenbeginn. Heute Abend und in der Nacht zeigt sich der Himmel sendegebietsweit klar. Der freie Blick auf den Sternenhimmel ist garantiert. Regnen wird es aller Voraussicht nach bei einem Niederschlagsrisiko von maximal 25% nicht. Und auch die Nachtwerte zeigen sich an und für sich sehr mild, wie beispielsweise in Olbernhau. Hier zeigen die Quecksilber im Thermometer Werte von um die
die 10 Grad Celsius an. Ähnlich wie im Marienberger Raum. Hier werden 10 bis 11 Grad erreicht. Und ein bisschen windig könnte die Nacht für die Marienberger werden. Und in Zschopau kann man Sterne gucken bei 11 bis 12 Grad Celsius. Der Wind weht leicht mit um die 15 Kilometer pro Stunde aus Südost. Der Dienstag präsentiert sich als ein wahres Sonnenkind. Kein Wölkchen in Sicht, 9 Sonnenstunden sind drin, bei recht angenehmen Temperaturen. In Neuhausen liegen die Tageswerte im Bereich von 10 bis 13 Grad Celsius, ähnlich wie im Marienberger Ortsteil Gebirge. Hier werden Werte zwischen 9 und 13 Grad angezeigt. Und in Hohendorf packt das Wetter mal noch eine Schippe drauf. Hier rechnet man mit Tagestemperaturen von 10 bis teilweise sogar 16 Grad Celsius. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit bleibt ganztägig bei 0% und der Wind weht weiterhin ganz leicht mit um die 14 Kilometer pro Stunde aus Südosten. Wie bereits erwähnt, nur im Marienberger Raum bleibt ein teils böiger Wind der ganztägige Begleiter. Der weitere Ausblick zeigt, es bleibt auch in der Wochenmitte so. Mittwoch, Sonne pur, den ganzen Tag bis zu 8 Sonnenstunden sind drin. Erst gegen Abend zieht so nach und nach eine leichte Bewölkung auf. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt weiterhin bei 0% und der Wind weht leicht aus Südost. Die Tagestemperaturen nach wie vor im Bereich von 8 bis maximal 15 Grad Celsius. Aber irgendwann muss ja auch mal vorbei sein mit Sonne satt. Der Donnerstag dann schon wieder wolkiger, denn im Laufe des Tages dreht der Wind von südlichen Richtungen auf Nordwest. Das ändert allerdings kaum etwas an den eigentlich für November viel zu warmen Temperaturen. In Zahlen bedeutet das, 7 bis maximal 13 Grad werden über den Tag erreicht. Von Regen ist auch am Donnerstag keine Spur. Mehr vom Regionalwetter und die Aussichten für die folgenden Tage gibt es dann morgen hier an dieser Stelle. Und damit möchte ich mich auch schon wieder von Ihnen verabschieden, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das war die Montagsausgabe von Megional. Ihnen eine gute Nacht und einen tollen Start in den Dienstag. Wir sehen uns morgen Abend hier pünktlich wieder zu den Nachrichten im Mittelerzgebirgsfernsehen. Tschüss, machen Sie es gut.